Willkommen zu einem Video über Operationsverstärkerschaltungen für Regler. Wir haben also bereits kennengelernt das Verhalten von Operationsverstärkerschaltungen aus regelungstechnischer Sicht. Und jetzt werden wir solche Schaltungen kombinieren. Das heißt, das Erste, was wir einmal tun, ist, wir wissen, an einem Regler selber erhalten wir am Eingang die Regeldifferenz hier von t. Und dieser Regler soll jetzt diese Regeldifferenz in eine Stellgröße umwandeln. So, die erste Möglichkeit, die wir durchführen können, ist, indem wir einen P-Regleranteil realisieren. Ein P-Regler selbst, ein P-Element, können wir mit einem normalen invertierenden Verstärker darstellen. Das heißt, wir nehmen also genau diese Grundschaltung her, die wir das letzte Mal betrachtet haben, und nennen das Ganze hier R1 und R2, so, und führen das Signal hier auf einen Ausgang. So, das Zweite, was wir machen können, ist, wir können einen I-Regler realisieren. Nehmen also die Schaltung für den invertierenden I, oder für das invertierende I-Element her, nennen das Ganze hier RI und hier CI. So. Jetzt wissen wir, dass wir hier ein I-Element realisiert haben und fahren hier ebenfalls wieder auf zu einem extra Ausgang. Und das Dritte, was wir tun können, ist, jetzt schalten wir noch einen Grundelement parallel, das D-Element. Also hier mit einem CD. Hier mit einem RD als Rückkoppelwiderstand. So. Und damit haben wir also hier ein differenzielles Element, und diese Eingangsgröße, diese Regeldifferenz, wird jetzt von jedem dieser Teile getrennt behandelt. Und wenn wir jetzt die Gesamtwirkung überlagern, was wir bei linearen Systemen können, und zusammenzählen, wie machen wir das? Indem wir einen Umkehradierer hernehmen. So. Also ein Umkehradierer. Hier die Widerstände alle gleich groß machen, kennzeichnen wir sie mit R. Na, und jetzt haben wir hier also, wenn wir hier drauf schauen, diese Eingangsgröße, wenn wir es um Spannungen sich verhalten, ist das also das E von T, und hier der Ausgang ist also das Y von T. Also wir haben hier einen P-Anteil plus einen I-Anteil plus einen D-Anteil, und das Ganze ergibt dann einen sogenannten P-I-D-Regler, wobei wir, wenn wir uns das Ganze anschauen können, wie können wir das Ganze verstehen? Naja, wir können hier ein Potentiometer einbauen, wir können hier ein Potentiometer einbauen, wir können hier ein Potentiometer einbauen, damit lassen sich diese Zeitkonstanten und diese Verstärkungsfaktoren entsprechend einstellen. So, wie ergibt sich jetzt die Übertragungsfunktion von dem Teil, damit wir das Ganze jetzt gleich mal in eine Formel fassen? Wir können also sagen, unser y von s durch unser e von s ist also nichts anderes als das R1 durch R2. Das negative Vorzeichen wird ja durch diesen Teil hier weggerechnet, plus 1 durch S mal RI CI plus S mal RD CD. Das ist also unsere Übertragungsfunktion dieses Teils. So, und wenn wir das Ganze jetzt in regelungstechnischer Sicht uns anschauen, dann können wir sagen, naja, das ist also nichts anderes als unser R von S ist also gleich unser KR plus einem 1 durch
STI plus einem S mal TD. Ja, und wenn wir uns das Ganze also hier vorstellen, können wir das DD hier einstellen, das TI hier einstellen und das R und das KR hier einstellen. Es gibt jetzt eine Darstellung, die also gern hergenommen wird, anstatt dieser Formel, und zwar speziell für BI-Regler. Speziell BI-Regler. Schauen wir es uns an. So. Wie sieht ein BI-Regler aus? Naja, wenn wir TD auf 0 drehen, also TD soll 0 sein. So, wie können wir das Ganze machen, indem wir zum Beispiel RD0 machen und überbrücken? Wenn TD0 ist, dann bleibt ein BI-Regler, dann bleibt hier stehen. R von S ist also gleich KR plus 1 durch STI. So. Und jetzt heben wir das KR hier heraus. Also wir bilden ein R von S. Das ist also gleich KR mal 1 plus 1 durch STI mal KR. Und wir geben jetzt dieser Kombination hier einen neuen Namen, das ist das TN, die sogenannte Nachstellzeit. Dann können wir, wenn wir das wieder auf gemeinsamen Nenner bringen, den Regler anders anschreiben. R von S ist also gleich KR mal, bringen wir das hier oben rauf, das heißt also, S oben würde dann stehen 1 plus S mal TN durch STN. Und in vielen Regler-Einstellungstabellen wird genau diese Form hergenommen. Und hier wird dann KR und TN entsprechend berechnet. So, es gibt eine weitere Darstellung für einen PD-Teil. Schauen wir uns vielleicht nochmal den PD-Teil an. Wenn wir also das PD-Teil hernehmen und sagen, okay, wir müssen also unsere Integralanteil gegen 0 gehen lassen. Das heißt, wir müssen also dieses TI gegen unendlich gehen lassen. TI unendlich. Also setzen wir mit TI gegen unendlich. So. Dann erhalten wir einen Ausdruck, der sieht so aus, R von S ist also gleich wieder unser KR, dann mal KR, das ist der B-Anteil, plus einem S mal TD. So. Wieder das gleiche, wir heben KR wieder heraus. KR mal 1 plus S mal TD durch KR. So. Und dieser Ausdruck hier jetzt wird die Vorhaltezeit TV genannt. Das heißt, wir können also das Ganze nochmal anschreiben. Es ergibt sich also, ist gleich ein KR mal einem 1 plus S mal TV. Auch auf diese Einstellung wird also bei einstelligen Tabellen oft zurückgegriffen. Und jetzt schauen wir uns noch zwei vereinfachte Schaltungen an für Regler, die gerne verwendet werden. Also schauen wir uns die erste Spezialschaltung an. Spezial. Die erste Schaltung, die wir betrachten, sieht also so aus, dass wir hier einen Eingangswiderstand setzen. Und hier im Rückkoppelzweig jetzt eine Kombination setzen, eine Serienschaltung von R und C. Also wir haben hier also ein R1, ein C, hier haben wir unser R2 und die beiden Spannungen haben wir hier UE und hier UA.
So, wenn wir jetzt die Übertragungsfunktion von dem Teil aufstellen, das wissen wir schon, also UA zu UE, ganze Komplex, das ist also nichts anderes als die Serienschaltung. Das wäre also hier R1, also minus, wenn wir es hier wieder hergehen, R1 plus 1 durch J Omega C durch den Eingangswiderstand durch R2. So. Bringen wir das Ganze auf gemeinsamen Nenner, das heißt also UA zu UE ist also gleich minus. Und das sollen wir auf gemeinsamen Nenner bringen, haben wir hier stehen und dann auch noch hier dazu schreiben, haben wir also hier stehen minus. Machen wir es so. 1 plus J Omega R1 C. Das ist also gemeinsam ineinander gebracht durch J Omega C. So. Und das Ganze dann durch R2. So. Und naja, jetzt schauen wir mal, was wir noch tun könnten. Na, vielleicht wäre es geschickter gewesen, jetzt einen anderen nicht auf gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern wir heben einfach R1 raus. Also probieren wir es noch einmal. Aus dem oberen, wir heben R1 heraus. Also sagen wir UA zu UE ist also gleich minus R1 herausgehoben, R2 unten dazu geschrieben, mal. Unten bleibt 1 stehen und oben, was entsteht dann oben? Na ja, oben entsteht dann ein Ausdruck 1 plus 1 durch J Omega R1 C. So. Okay. Und wenn wir uns das jetzt von vorher also, noch einmal nachdenken, was ist hier passiert? Wir haben also offenbar hier vorne einen Faktor, und dieser Faktor hier vorne, das ist das Kr dieses Reglers. Und hier hinten, dieses R1 mal C, das ist also genau das Tn dieses Reglers, die Nachspielzeit. Das heißt, wir sehen, dass diese Schaltung offenbar einen BI-Regler darstellt. So, schauen wir noch weiter, was könnte man tun, ne, wenn wir jetzt praktisch das noch weiterführen. Machen wir also hier vorne parallel zum RNC, also R2C, führen hier wieder R1 minus plus unser R1 als Rückkoppelwiderstand ein, so, führen also wieder die Übertragungsfunktion aus UA zu UE ist also gleich Rückkoppelwiderstand minus R1 durch großer Bruchstrich. Jetzt kommt die Parallelschaltung hier, die wir hier haben, ist also 1 durch R2 plus J Omega C. So. Jetzt schreiben wir das Ganze noch ein bisschen anders an. Das heißt, wir bringen das also auf gemeinsamen Nenner. Ist also gleich minus R1 durch 1, der große Bruchstrich, durch. So, auf gemeinsamen Nenner gebracht, 1 plus J Omega C R2 durch R2. Durch R2 passt. Und das Ganze können wir jetzt auflösen, indem wir das sagen, okay, das ist also nichts anderes als minus R1 durch R2. Das Ganze kommt hier auf, mal Klammer 1 plus J Omega C R2. So. Und jetzt haben wir wieder eine Form, die ist genauso ist wie vorher. Das heißt, dass das hier wäre unser Kr und das hier, also das hier anschauen, wäre unser TV. Weil es
also unsere Vorhaltezeit. Und wenn wir jetzt eine Kombination brauchen von diesen beiden, ne, dann können wir eine Schaltung zeichnen, die es hier einfach darstellt. Nehmen wir das hier C2. Und hier oben die Kombination R1, C1, dann sehen wir, dass genau diese Kombination offenbar beides hat. Das hat also einen Verstärkungsfaktor, das hat einen P, einen D-Anteil und das hat einen I-Anteil. Das heißt, das entspricht dann einem PID-Regler. In reduzierter Form und einstellbar mit diesen beiden Zeitkonstanten, die wir hier eben haben. So, schauen wir uns das Ganze nochmal durch. Also, wir gehen auf die Realisierung von Reglern mit Operationsverstärker los und sagen, ja, wir haben B, I und D-Komponenten mit Operationsverstärker realisiert. Wenn wir jetzt die zusammen addieren, hier mit einem Addierer, dann werden wir doch wohl einen B, I und D-Regler bekommen. Tatsächlich, wenn wir die Übertragungsfunktion hier anschreiben, sehen wir also aufgrund dessen, dass der Ausgangs Addierer invertierend ist, haben wir also hier einen ersten Teil R1 durch R2 plus 1 durch SRICE plus SCD, SRDCD und unser Regler aus der Regelungstechnik, ein PID-Regler, hat einen B-Teil plus einen I-Teil plus einen D-Teil. Und jetzt sehen wir, okay, das B ist durch den ersten Teil R1 durch R2, das TI durch RI mal CI und das TD durch RD mal CD beeinflusst. So, vereinfachen wir diesen Regler. Wenn wir nur BI-Wirkung haben wollen, müssen wir das TD0 setzen. Das heißt, TD0 können wir dann machen, wenn dieser RD zum Beispiel 0 ist. Dann wirkt der Teil hinten nicht. So, was passiert dann? Dann bleibt dieser Ausdruck hier stehen, jetzt gehe ich eben aus dem ganzen KR heraus und nennen dieses TI mal KR hier unten TN, die Nachstellzeit. Und das ist eine besondere Form für einen BI-Regler, die wir sehr oft in Einstelltabellen finden. KR mal 1 plus STN durch STN. Was ist passiert, wenn wir jetzt den I-Teil auslöschen wollen? Dann werden wir das TI unendlich machen. Das heißt also, es bleibt nur der TD-Teil übrig. Wir heben wieder KR heraus und haben hier TD durch KR, die sogenannte Vorhaltezeit TV. Und damit erhalten wir einen Ausdruck, der ebenfalls wieder oft gebaut wird, KR mal 1 plus STV. So, und jetzt schauen wir uns Spezialschaltungen an. Eine Kombination von einem Eingangswiderstand und einer Serienschaltung von R1 und C. Die Übertragungsfunktion aufgestellt. Das R1 herausgehoben und auf einmal sehen wir hier einen Ausdruck, der also genauso aussieht wie vorher besprochen. Wir haben hier vorne ein KR und hier unten eine Nachstellzeit TN. So, vorne eine Addition durchgeführt, parallel dazu ein Kondensator, zu dem R2 wieder die Übertragungsfunktion aufgestellt und wir sehen, wir erhalten hier auf einmal einen PD-Anteil, und zwar genau in der Form, die wir vorher besprochen haben, dass wir hier vorne also ein KR haben und hier hinten ein R mal C, das eine Vorhaltezeit darstellt. Und wenn wir beide kombinieren, in Form dieser Schaltung hier, dann erhalten wir einen PID-Regler, der allerdings invertierend ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, alles Gute.